Guten Morgen, Freunde, und willkommen zu einem neuen Video. Marem ist wach, Medina schläft noch, sie schläft halt echt lange. Ich habe noch Make-up von gestern oben. Ich war gestern zu müde, bin einfach eingeschlafen, weil ich dachte, dass die Kinder heute nicht lange schlafen werden. Wollte ich keine Sekunde verpassen zum Schlafen. Aber ja, Medina schläft immer noch und ich bereite schon Frühstück vor. Es gibt Reissuppe. Also vor ein, zwei Tagen bei meinen Eltern waren, ist voll viel Reis bei denen übrig geblieben. Und sie haben mir das mitgegeben, damit ich es nicht wegwerfe, werde ich daraus einfach jetzt Reissuppe machen. Habe Erbsen, Ingwer und ein bisschen Dattel hinzugefügt. Das koche ich jetzt auf, damit es halt eine Reissuppe wird. Und ja, das ist das Frühstück für heute. Ich mache dann dazu noch ein paar Speisen. Medina. Mumu ist gekommen, Leute, yeah. Und wir haben mir Schuhe bestellt. Ich? Wow! Wow! Erzähl mal. Erzähl mal. Ach, ach. Danke. Ach, ach, gesund. Ayakkabe? Ayakkabe? Wow! 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 Okay, otur. Otur, gel. Ja, warte, Medina, warte. Warte. Wie süß, Leute, das sind ihre allerersten Nikes. Das ist doch jetzt nicht mehr richtig. So, Reissuppe ist ready. Eiergericht, eingelegtes Gemüse, fermentierter Tofu und ein Rettichhackgericht. Ja, let's go! Ich bin ready gemacht, Leute. Und Momo liegt gerade mit Medina zum Schlafen hin. Ich habe Mariam zum Mittagsschlaf hingelegt. Ich will jetzt nämlich Wimper machen gehen, wie man uns schlecht erkennen kann. Ja, deswegen ist Momo jetzt mit den Kids alleine. Leute, ich will das gerade am Wimper machen. Als Vergleich, die fertige Seite. Und die muss jetzt noch gemacht werden. Oh mein Gott, das Licht ist so grell. Schaut richtig heftig aus. Leute, ich lieb's. Ich liebe es einfach. Nur Augenbrauen und Wimpern gerade. Also Augenbrauen ein bisschen nachgezogen und sonst nichts außer Wimpern. Und ich liebe das einfach. Das sind die schönsten Momente, sage ich immer. Und jetzt geht's nach Hause. Die Kinder sind beide schon wach. Und Momo geht jetzt gerade mit denen im Park, damit sie ein bisschen beschäftigt sind. Und wieder vereint mit der Gang. So süß, ich habe mich um die Ecke versteckt und sie hat mich gesehen. Sie so, so Anni. Lukoyos. Getir onu, önce onu götür, getir onu. Koy. Bunlar zwei Kleider, oder? Şey şey mi Dina? Bunu da koy. Bunu da koy. Bunu da. Er fängt heute, er hat schon Abendessen angefangen, es gibt Fungi-Pasta, aber wir wollen noch einen Salat dazu machen. Wir haben die Sachen dafür vergessen, deswegen werde ich jetzt schnell mit Medina Salat holen gehen. Leute, das ist jetzt das Endresultat geworden. Ich habe Medina einfach schnell Pasta gemacht. Gott sei Dank ist unsere Schwägerin gekommen und hat uns Burger mitgenommen, denn Momos Pasta war so viel Pfeffer drinnen, es war so schlecht. Man konnte das einfach nicht mehr essen. Blau oder blau? Blau oder blau? Blau oder blau? Es wird jetzt Gibbo gespielt, bravo. Die kleinen Neffen. Jetzt ist Ibu Bekir. Ibu Bekir. Oh, ein Gangnam-Style. Was war das? Ja. Ich glaube nicht. Wir gerne Karte auf. Die hinten spielen jetzt Switch und wir haben eine Runde Mensch ärgere dich nicht gespielt. Ich habe wieder mal gewonnen, Leute. Org nicht, das ist Momo. Er hat extremst verloren. Wir haben hier alle um den ersten Platz gekämpft, aber Leute, die als letztes war, hat gewonnen. Seine Schwester hat gewonnen, Leute. Wir haben verloren. Ja, ne, gerade nicht gewonnen. Neuer Tag, Freunde. Gestern waren wir schon richtig müde. Seine Schwester blieb noch ziemlich lange und nachdem haben wir einfach nur die Kinder schlafen gelegt und sind selber schlafen gegangen. Heute steht nicht so viel auf dem Plan. Wir werden zu
mit einer Schwester gehen, aber nicht die von gestern. Er hat ja 3 Schwestern. Ja, aber sonst steht eigentlich nichts auf dem Plan. Frühstück, Leute, Avocado-Brot. Die beiden haben schon gefrühstückt, während ich Mariam gestillt habe. Warten hätte sich echt nichts gebracht. Ja, jetzt werde ich jetzt frühstücken und let's go. Und ich werde ein bisschen was von dem dippen. Richtig geil. Leute. Kinder brauchen kein Spielzeug. Sie sind kreativ. Mo hat jetzt mir wieder zum Schlafen hingelegt und Mariam ist hier unter dem Spielbogen. Ich werde hier jetzt mal das ganze Chaos beseitigen, Leute. Und da werde ich Klo und Bad putzen. Vor einigen Tagen habe ich nämlich schon die Küche gemacht. Deswegen ist die Küche sauber. Aber der Rest der Wohnung muss gemacht werden. Mama? Mmh. Warte, ich habe hier Tee verschüttet. Mein Tee dort. Medina bringt mir hier ihr Essen. Sie kocht hier. Ja. Die Wohnung habe ich geschafft zu putzen. Jetzt muss nur mehr Staub und gewischt werden, aber das macht unser Roboter, während wir rausgehen. Ich habe solche Bauchschmerzen bekommen. Ja, jetzt trinke ich schnell einen Tee und dann geht's raus. Medina ist heute super, super stylisch. Das Wetter ist richtig angenehm. Es hat, glaube ich, 15 Grad. Empfiehlst du das? Leute! Falls in Wien oder Österreich oder in Deutschland gibt es auch Aldi, glaube ich. In Wien oder Österreich, Leute. In Österreich wohnt. Dann gönnt euch das von Lidl. Ich weiß aber dir. Aber ganz wichtig. Weiße Schokolade, Schokolade. Weil Originale hat ja jetzt keine weiße Schokolade. Oder gibt's? Ja, nein. Ah, okay. Das ist einfach Kinder Country. Also das ist die Fake-Version von Kinder Country. Weiße Schoko. Leute, heftig. Leute, wir sind angekommen und meine Schülerin hat Nachmajun gemacht. Geil. Ja. Die Kinder sind im Kinderzimmer beschäftigt und wir essen. Das Kind wurde mir auch schon abgenommen. Leute, wir sind jetzt wieder zu Hause. Wir sind früher gegangen. Ich habe solche Bauchschmerzen bekommen. Mir geht's gar nicht gut. Und deswegen ruhe ich mich jetzt mal ein bisschen aus. Leute, er macht mir jetzt gerade einen Tee. Mir ist so schlecht. Ich habe solche Bauchschmerzen. Aber er hat Medina schlafen gelegt schon, ihr könnt sehen. Ich habe Mariam schlafen gelegt. Und jetzt hoffen wir einfach, dass die Nacht besser wird. Leute, mir geht's gar nicht gut. Ich liege hier einfach auf der Couch. Seitdem wir zu Hause, also nach Hause gekommen sind, auch schon. Er hat mir einen Tee gemacht. Ich hoffe einfach, dass es morgen weg ist. An dieser Stelle beende ich das Video auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hätte echt nicht damit gerechnet. Ich weiß auch nicht, woran das liegen kann, dass ich jetzt so Bauchschmerzen bekommen habe und dass mir so übel ist. Aber ja, an dieser Stelle war es das von diesem Video. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, hinterlasst dem Video einen Daumen nach oben. Und sonst bis zum nächsten Mal.